Und da ist er, Sergio. Ein bekanntes Gesicht. Wir haben gemeinsam im Boxclub Bounce trainiert, einige Jahre her, aber sind auch damals um die Nummer 1 im Boxclub Bounce auf 60 Kilo selber im Ring gestanden mit ihm. Damals ein sehr, sehr cooler Kampf, harter Kampf. Sergio Sanchez, Unabai. Sergio. Hat auch bei der letzten Bounce Fight Night gekämpft, da unglücklich überrumpelt worden, also bei der vorletzten Bounce Fight Night im Endeffekt, unglücklich überrumpelt worden vom Italiener. Grundsätzlich aber eine solide Bilanz, war auch Golden Gloves Champion in Amerika, was durchaus ein gutes Turnier ist in Amerika. Nationales Turnier, aber Golden Gloves musst du mal gewinnen. Wir reden von 4 Runden A, 3 Minuten. Im Leichtgewicht. Los geht's. So, mal am Anfang abtasten. Sehr ruhig warten ab, was der andere macht oder nicht macht, um ihn eventuell auszukontern. Führen dem Ziel. Die erste Kombination von Unabai. Ecke. Gut manövriert, gut ausgewichen von Sergio. Jetzt aber harte Treffer schon kassiert in der ersten Runde. Erste Runde natürlich klar bei Srečkov. Zu wenig gemacht, geschlafen in der ersten Runde von Unabai.
schön ausgekontert wieder von Srečkov. Das macht er ganz gut. Wenn Sergio was reißen will, muss er mehr angreifen. Mir fehlt mir auch die Körperspannung bei Sergio. Dümpelt so dahin im Endeffekt, aber wirkliche Akzente noch nicht setzen können. Wirklich kaum Tempo im Kampf, also fürs Leichtgewicht die Schlagfrequenz total niedrig, da ist man normal anderes gewohnt. Zweite Runde vorbei. Für mich wieder Vorteile bei Srečkov oder bei Macht wirklich zu wenig für den Kampf. Ja, also er steht kaum immer nur in der Doppeldeckung. Ja. Wenig Schläge, generell auch von Srečkov eine sehr, sehr geringe Schlagfrequenz, wobei man irgendwie vom Leichtgewicht spricht. Ja. Und da eigentlich eine hohe Schlagfrequenz ja, normal an den Tag gelegt wird, aber hier eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Zu viel abwarten, zu viel schauen, was der andere macht. Ja, nicht wirklich jemand, dass er das Herz hat, hier selber was in Angriff zu leisten, sondern eher darauf hofft, dass der Gegner irgendwelche Fehler macht und die dann eventuell bestraft werden können. Aber für mich die Schlagfrequenz viel zu niedrig, auch in der zweiten Runde. Dritte Runde. Also wenn Sergio noch was reißen will, muss er auf jeden Fall jetzt anfangen. Denn die Hälfte des Kampfes ist um und wir haben noch keine einzige Runde auf unserer Seite im Endeffekt. Ja. Und deswegen Srečkov macht aktuell alles richtig. Lässt ihn ins Leere laufen, boxt ihn aus, manövriert. Ist wieder im Konter.
wieder im Clinch. Kaum Tempo im Kampf. Jetzt einmal Sergio, die Rechte im Ziel und er muss runter. Srechkov muss runter, wird angezählt. Die erste richtige Aktion von Oder beim Kampf und die hat gesessen. Gibt den Kampf frei und dann wahrscheinlich direkt in die Pause. Richtig. Hier war es dann soweit. Da der Haken, der mexikanische Haken im Ziel. Schön geschlagen. Die Frage ist, war das genug? War das genug, was Ojabai hier gemacht hat? Ich denke nicht, ja, weil die ersten zwei Runden klar weg waren. Jetzt eine 10 zu 8 Runde, das heißt im Endeffekt jetzt Gleichstand. Das heißt, die letzte und vierte Runde wird hier den Kampf entscheiden. Umso mehr Spannung jetzt. Wieder schön zum Körper und zum Kopf. Wieder im Uppercut im Ziel. Kräftenagend jetzt. Müssen jetzt arbeiten, bewegen sich nur noch in der Indistanz, Nahdistanz. Wollen sich jetzt befeuern, aber trotzdem wenig Schlagfrequenz. Dieses Explosive fehlt mir, sind beide schon richtig müde. Schlag bekommen oder möchte hier einen Knockdown irgendwie ausweichen und sagt dann dafür, dass es ein Tiefschlag war, wir wissen es nicht. Ja, auf jeden Fall hat das eher nach einem Körpertreffer ausgesehen, was hier vorher passiert ist. Zum Solarplexus. Jetzt wiederum zwei ein Ziel von dem Gegner. Sekunden noch. Also ich bin mir nicht sicher, ob der eine Knockout, der Knockdown gereicht hat für den Sieg für Oderbei. Okay.
Ist wieder im Ziel. 10 Sekunden noch im Fight. Durch die Unterbrechung. Runtergedrückt. Das wird es wohl gewesen sein. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was die Punkterichter entscheiden. Jetzt sind wir aufs Urteil gespannt, denn der eine Knockdown kann auf den Punktezetteln einiges bewirkt haben. Obwohl für mich aus meiner Sicht die ersten zwei Runden eigentlich bei der blauen Ecke waren. Nämlich bei Srechkov. Man wird sehen. Wir warten noch immer auf ein Urteil. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine Split Decision 2:1. Geteilte Entscheidung. Rote Ecke. Rote Ecke. Sergio. Sergio. Split Decision Sieger. Der eine Knockdown in der dritten Runde hat ihn wahrscheinlich den Kampf gebracht. Muss man ehrlicherweise gestehen.